Den muss ich leider rausnehmen, der ist mega. Trashy ist bei mir. Trashy ist nicht alleine. Oh mein Gott, ist die schön. Schaut mal, von Tarte. Von Huda Beauty sogar was drin. Unglaublich. Hallo, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einem neuen, heute aber wirklich ganz besonderen Video. Trashy ist bei mir. Und Trashy ist nicht alleine. Wir haben ja einen zweiten Trashy ins Leben gerufen und die sind jetzt gerade tatsächlich zeitgleich bei mir und ich glaube, dass das gar nicht so oft vorkommt. Deswegen werden wir heute die Gunst der Stunde nutzen oder wie auch immer das heißt. Und ich werde einfach beide mit euch heute zusammen auspacken. Normalerweise hatte ich eigentlich geplant, dass ich Trashy 2.0, der ist jetzt zum Glück noch nicht so groß übrigens, by the way, wie der andere, den hatte ich eigentlich geplant, auf Instagram auszupacken. Ich denke, da werde ich aber wenigstens zeigen, was ich behalte. Ansonsten ist es nämlich auch ganz schön lang, muss ich sagen. Also gut, ich habe hier Trashy. Er hat ein bisschen abgespeckt. Mit dem werden wir anfangen, mit dem großen Paket. Er hatte ja letztens, glaube ich, um die 25 Kilo oder fast, also zwischen 22 und 25 muss das gewesen sein. Und ja, jetzt ist er ein bisschen kleiner. Also wir haben nicht mehr die große rote Kiste, sondern einen Karton wieder. Ich schätze aber mal, dass er immer noch zwischen 15 und 20 Kilo wiegt. Aber er ist ein bisschen kleiner auf jeden Fall und nicht mehr ganz so schwer. Der andere, ich heb den mal kurz hoch. Der ist ein bisschen, er ist auch sehr schwer, ein bisschen weniger als die Hälfte, würde ich sagen. Und ja, nehmt euch was zu essen, nehmt euch was zu trinken, wie es immer so schön heißt. Und es wird auf jeden Fall dauern, ich glaube, meinen Kolleginnen. Genau, es machen noch, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele sind wir denn jetzt? 14? Es machen mittlerweile auch noch ein paar andere Leute mit. Und schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke alle in der Infobox. Und das war ein sehr langes Intro. Wir gucken jetzt zusammen da rein. Also ich werde euch jetzt nach unten bewegen, dass ihr mit reingucken könnt und dann schauen wir mal, was da Schönes drin ist. Ich freue mich auf jeden Fall schon richtig. So, ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Ich werde euch ansonsten die Artikel natürlich in die Kamera halten. Und oh, ich habe so viel Lust. Ihr seht schon, wir hatten jetzt hier nochmal eine Styroporbox drum. Das ist auch super gut. Also er hat auf jeden Fall abgespeckt. Hier Handy machen wir mal eben leise. Das brauchen wir jetzt wirklich nicht. Und ich hoffe übrigens, dass das Mikrofon nicht gestört ist. So, ich habe so viel Lust, ihr Süßen. Hier ist, ein leerer Beutel, aber das ist okay. Machen wir mal so. Ich glaube, Claudi kann die immer gut gebrauchen. Oha, dann haben wir hier Pure Kaltwachsstreifen. Körper und Beine. Von Veed. Da bin ich mal gespannt. Hier sind zwei. Einmal eine kleinere, einmal eine größere Packung. 20 und 20 plus 2 und 2 und Pflegetücher. Ich guck mal. Also, ich weiß nicht. Also eigentlich, ne? Eigentlich mache ich ja gerade IPL oder ich versuche es zumindest, aber tatsächlich bleibe ich nicht so gut am Ball, muss ich dazu sagen. Aber meistens wachsen mir die Haare bei sowas ein. Deswegen, nein, die bleiben nicht bei mir. Okay. Weiter geht's hier mit einem Beutel. Ich hoffe, hier steht kein Name drauf. Da muss man immer mal ein bisschen drauf achten. Hier sind jetzt, glaube ich, so ein paar Masken und Proben drin. Proben überwiegend, genau. Da gucke ich mal schnell durch. Aber nee, hiervon bleibt nichts bei mir. Oh, da ist noch was drin. Eine Parfümprobe. Oh, und was ist das? Aber irgendwas riecht hier doch voll gut. Was ist das? Oh, der. Der bleibt auf jeden Fall bei mir. Ich liebe diese Spiegel. Die sind so toll. Und hier ist doch noch Parfum. Zeig doch mal das Parfum. Das ist einmal Faint, Beach Bliss und Joop. Na, nee. Ich weiß nicht wieso, aber so Proben, manchmal bin ich scharf drauf, wenn ich auf das Produkt selber scharf bin, aber so richtig rumprobieren mag ich da irgendwie immer nicht. Na gut. Achso, ich habe hier übrigens heute mal ein Körbchen für auf jeden Fall und ein Körbchen für vielleicht und der Rest, der bleibt dann natürlich nicht da. Und dann mache ich hier weiter. Das sind, keine Ahnung, große Produkte. Ein Autoduft. Ach so, der. Den hatte ich auch mal. Der war mal in, das gab es, glaube ich, mal bei König der Löwen. Ja, stimmt. Bei Höhle der Nein, alter Schwede. Ja, das ist letztendlich so ein Ding. Das kann man hier ins Auto reinklippen und dann kann man den Stein mit seinem Lieblingsduft ansprühen. Ich hatte das auch mal und ehrlich gesagt, nee, das hat mir irgendwie nicht gefallen. Dann haben wir hier von La Rosée Paris. Und was bist du? Ah, das ist für sensible Haut. Ein 3-in-1 Regenerations-Maskenstick letztendlich. Ich weiß nicht. Also der ist unbenutzt scheinbar, aber ich weiß nicht. Irgendwie, ich glaube nicht. Also der dann nicht. Was haben wir hier? Das ist eine Bodylotion. Sweet Ginger Flower. Weiß nicht. Ich brauche tatsächlich keine
Warum kann ich denn nicht mehr reden? Es ist übrigens abends, Jungs und Mädels, bitte seid mir nicht sauer, falls ich irgendwie ein bisschen müde rüberkomme. Oder, ja, gelangweilt bin ich sowieso nicht, das ist klar. Aber, na, vielleicht bin ich einfach ein bisschen durcheinander, ein bisschen. Auf jeden Fall ist hier von Isana die Body Lotion Glow and Shine. Da ist garantiert Glitter drin oder Pigmente oder sowas. Habe ich keine Lust drauf. Hier ist noch eine Body Lotion Limited Edition Zauberhaft mit Orchideenduft hier von Aveo. Aber die muss auch nicht hier bleiben. Dann haben wir hier wieder so eine Tüte. Es ist übrigens schön, dass Trashy gerade nicht so groß ist, finde ich, weil ich ihn dann besser transportiert kriege und auf dem... das ist hier von... Ach Mensch, hier. Genau, ihr Süßen. Ich habe es euch schon öfter mal erzählt. Das ist von Miss Curly Wax. Und, oh je, die hat ja diese Duftmelts und ich liebe die Dinger total. Hier ist jetzt ganz schön viel befüllt drin, muss ich sagen. Wir gucken hier mal ganz kurz durch. Hier ist einer dieser Steine. Die große Frage. Ich werde mich da nachher mal so ein bisschen durchschnüffeln. Schaut auf jeden Fall gerne an ihrem Shop vorbei und dann könnt ihr da mal schauen. Also die Dinger, die duften wirklich intensiv. Mein großer 50 Quadratmeter Raum riecht danach. Auf jeden Fall, wenn ich es frisch reinmache und für ein paar Stunden ist das dann richtig, richtig schön. Und ich liebe die Dinger. J wie Julius, das ist garantiert. Ich will wenigstens einmal dran riechen. Oh, ja, der ist natürlich für unsere Claudi. Und ja, wir haben hier so viel. Ich werde da nachher mal durchgucken, aber schaut ihr auch gerne da vorbei. Dann haben wir hier noch so ein Säckchen von Passione oder so ähnlich. Ja, hier hatte ich erst überlegt, das hatte ich nämlich schon ein paar Mal gesehen bei den anderen Mädels. Da war dieses Ansatzspray halt. Ich habe davon tatsächlich noch eins da. Ich benutze es aber irgendwie immer weniger, muss ich sagen, weil ich mich damit irgendwie dreckig fühle. Ich benutze das ja nicht wirklich, um meinen Ansatz zu kaschieren, sondern um ja so Stellen, wo quasi nicht so viel Haare wachsen, um da diese Stellen zu kaschieren. Aber dann ist halt auch immer die Kopfhaut dreckig und ich mag das irgendwie nicht. Genau, ist das hier? Da wollte ich mal gucken. 030. Ich habe davon auf jeden Fall auch welche, aber ich meine, die haben sie zwischendurch mal neu aufgelegt. Da gucke ich mal kurz, ob ich die alte oder die neue habe hier jetzt. Nur mal kurz für die Leute, die es nicht genau wissen. Ich habe jetzt hier wirklich die ältere Version. Zwar auch deutlich dunkler, aber das hier sieht auch gar nicht so verkehrt aus. Und irgendwas hatten sie daran verändert. Ich weiß leider nicht genau was, aber das werde ich jetzt rausfinden, denn die werde ich auf jeden Fall behalten. Dann haben wir hier etwas, das sieht total süß aus. Lipstick, Mini-Star-Lipstick. Okay, das sieht total niedlich aus, wie für Kinder. Deswegen, ich gehe auch davon aus, dass es für die Kinder gedacht ist. Deswegen werde ich das nicht rausnehmen. Wir haben nämlich einige dabei, bei denen das passen würde. Und oh mein Gott, was... Alter, sind die heftig. Sorry, ihr Süßen, ich trage gar nicht so oft Wimpern. Die sind jetzt für mich sehr heftig. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Damen ist, die das öfter tragen. Für die ist das bestimmt gar nicht so doll, aber für mich ist das doll. Also ich werde die nicht behalten, aber das ist okay. Und dann haben wir hier, das habe ich auch schon bei Nika gesehen, das ist von 24 Tim, hier das Parfum. Und ich weiß nicht, also das kommt in meinen vielleicht... Körbchen? Ich weiß es nicht so ganz, weil ich bin beim Parfum halt auch immer so schwierig. Ich habe nämlich eigentlich auch genug von Parfum, was ich wirklich, wirklich mag. Und irgendwie hole ich mir immer wieder was dazu und benutze es dann doch nicht. Das ist schade. So, Hyaluron-Agaven-Hanföl. Das ist eine Gesichtscreme. Die möchte ich auf jeden Fall nicht behalten. Das finde ich nicht so interessant. Oh mein Gott, ist die schön. Schaut mal, von Tarte. Ach du großer Gott. Von innen ist sie so, naja... Ist nur Schimmer tatsächlich. Aber mein Gott, ist die schön. Kommt in vielleicht. Hier unten ist nochmal, hier war ich eigentlich auch erst scharf drauf. Das ist die Miracle Cream von Revolution. Ich hole euch nochmal ein kleines Stückchen dichter ran. Auf jeden Fall, ich rieche da mal einmal dran. Oh, nee, okay. Also die riecht irgendwie eigenartig. Sie stinkt nicht direkt, aber sie riecht einfach... So nach Parfum frei. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, nee, die möchte ich nicht behalten, aber danke. Und dann ist hier von Milani noch so ein, ja, so ein Blush ist das, glaube ich. Und der glänzt aber. Ich glaube, das ist nicht mein Vibe. Es tut mir übrigens leid, ich muss ganz dringend meine Fingernägel machen. Ich muss auch ganz dringend meine Haare machen, aber irgendwie keine Zeit. Keine Priorität, angesagt. Gut, dann machen wir hier mit dieser Box weiter. Ihr seht die ja auch so schön. Das ist ja richtig fein. Hier weiß ich nicht, es könnte sein, dass das meine ist. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Ich muss mal mein Dings raussuchen, mein Foto. Dann ist hier Nude in Matt. Das könnte auch meine sein, bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Das ist meiner Meinung nach schon öfter mitgekommen. Das ist eine Tagescreme, die möchte ich aber auch nicht behalten. Hier ist eine Creme-Peeling-Maske, irgendwie sowas von Dominique Eyelasting Eye Base. Da habe ich aber schon öfter gehört, dass die ganz gut sein soll. Die kommt vielleicht mal, ja, vielleicht. Die ist von Kiehl's irgendeine Creme, möchte ich auch nicht haben. Von... Mana
Manakada heißt das genau, der Illuminator. Das ist aber so komisch bronzig, sehe ich durch die Packung. Das ist auch nichts für mich. Die von Douglas, die 12 Stunden Foundation, die möchte ich auch nicht haben. Das ist hier nochmal das gleiche in einer anderen Farbe. Dann ist hier von Catrice, den habe ich aber tatsächlich selber. So ein Blush-Stick, der ist aber eigentlich ganz schön, mag ich ganz gerne. Dann haben wir hier von Got to be Beauty and the Brow eine Augenbrauenmascara. Scheint mir aber zu hell zu sein. Oh, hier war ich sehr scharf drauf. Den werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Den wollte ich nämlich schon länger ausprobieren. Aber ja, ich war dann immer zu geizig. Sorry, ich finde hier irgendwie immer die Mitte von dem Bildschirm nicht. Ich war immer zu geizig und war mir nicht sicher, ob sich das jetzt für mich lohnt, weil die kostet auch 15 Euro. Die behalte ich dann auf jeden Fall auch. Die Tagescreme von Balea möchte ich nicht. Illuminating Balm möchte ich auch nicht. Und Christian Berlin möchte ich auch nicht. Aber ganz herzlichen Dank. So, dann haben wir hier irgendwie so ein Säckchen. Ich glaube, die sind doch alle für Claudi, oder? Braucht die auf jeden Fall nicht. Hier ist von Odens Ei, so ein schöner Karton. Gucken wir mal. Hier ist ein riesiger Scrunchie drin auf jeden Fall. Den brauche ich nicht, benutze ich nicht. Dann haben wir hier Gossip Glam, Sunny Cosmetics, so einen kleinen Spiegel. Dann ist hier von Judith Williams. Ich glaube, den hatte ich auch mal, den Duft. Der ist nicht schlecht, aber nicht unbedingt meins. Meet Matt Hughes irgendwie. Keine Ahnung, sieht ganz schön aus, muss ich aber nicht unbedingt haben. Dann haben wir ein All Matte Pore Invisible Face Primer. Hier ist der Deckel von Judith Williams. Dann haben wir, oh je, von Rituals. War das nicht sogar hier Ritual of Karma? Das ist so ein Soul Shimmering Body Oil. An sich schön, aber guckt euch das mal an hier. Das ist ganz schön intensiv. Auf jeden Fall nichts für mich. Der auch nicht. Das ist Liquid Lipstick. Hier haben wir ein Shade Stick irgendwie. Sieht aber nicht so interessant aus, ehrlich gesagt. Dann haben wir Hyaluronic and Happy Kiss Color Balm. Ich weiß nicht, ich habe immer gar keine Lust. Hier ist von Huda Beauty sogar was drin. Unglaublich, richtig krass. Die ist an sich ganz süß, aber ich trage das leider nicht so. Und hier ist, Alter, von The Lion King. Hier, das war doch so eine Limited Edition. Und was ist denn hier drin? Ich glaube, das ist Pfirsich oder Nektarine oder irgendwie sowas. Das riecht nach Fruchtzwerge. Also eigentlich gar nicht so schlecht. Ist das jetzt eine Maske oder ist das eine Creme? Eine Face Creme, ja. Ist an sich ganz süß, aber nee, das muss ich auch nicht unbedingt haben. Dankeschön. Ah, was haben wir hier? Für Alina? Für Neonel? Ach Gottchen, du bist ja ein Schatzi, du Süße. Oh nein, also das ist von der lieben Jan, die auch die Curly Wax Dinger hier macht. Und ja, ich hatte ja letztes Mal, weiß ich nicht, einen Beutel mit meinen ganzen Neonels reingepackt, weil ich die ja leider nicht mehr vertrage. Ich bekomme davon einen blasenartigen Ausschlag an den Händen, der juckt ohne Ende und das ist natürlich nicht schön. Und ja, die wollte sie ganz gerne alle haben. Und das ist so süß von ihr. Genau, sie hat mir das hier reingepackt. Ganz lieben Dank, du Süße. Da muss ich gleich mal dran riechen. Doch, das gefällt mir. Das ist ja süß. Auch ganz herzlichen Dank. Das wäre aber gar nicht nötig gewesen, ihr süßen Mäuse. Ach, ich werde nicht mehr. Doch, das riecht gut. Wie heißt denn das überhaupt? A Delicate Blush heißt das. Eau de Parfum und dazu von Spirit. Ich kenne das alles nicht, aber es ist auf jeden Fall schön. Und ich freue mich sehr. Ganz, ganz süßen Dank und lieben Dank, du Süß. Und ich esse noch was. Also, was ist denn hier los? Für Frühlingsrolina. Na, was für ein Pech, dass ich das bin. Ach nein. Ach ja, stimmt. Ach Mensch, ich glaube Nicole Nina Wien, oder? Oder habe ich das jetzt gerade? Das ist schon eine Weile her. Oh Mann, da hatte sie mich noch gefragt, ob ich das haben möchte, weil ich habe den zwar schon, ist der sogar neu? Oh mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass da so eine Prägung drin ist. Da ist so ein Schiff drauf, glaube ich, ne? Oh mein Gott, also den hatte eigentlich meine Mama mal gekauft und ich mochte diesen Blush-Ton so unfassbar gerne. Das ist meine Limited Edition gewesen, schon ewig her. Und da hatte sie mich jedenfalls gefragt, ob ich das haben möchte. Und habe ich gesagt, ja, und ich habe das total vergessen. Vielen Dank, wow, ich freue mich jetzt so, dass der da ist. Und dann ist der auch noch neu, also unglaublich gut. Oh mein Gott, was ist das? Ein Kalkerreiniger WC-Wasserkastentabs. Okay, ja, theoretisch würde ich sagen, klar, kann ich mit aufbrauchen. Aber wir haben leider keinen Wasserkasten und ich glaube, dass das jetzt irgendwie auch nicht so mega nice ist, das irgendwie jetzt in einem anderen WC zu benutzen. Deswegen lasse ich das mal drin. Aber auch Gottchen, danke für diese extra Sachen, so süß. Für Katrins Welt ist hier was drin. Ich würde ja gerne mal reinlunzen, aber das lasse ich mal, weil ich heiße ja nicht Katrins Welt. Hier haben wir ein großes Kochbuch. 500.000 Menüs. Großes Kochbuch der, ja, großen Menüs. An sich eigentlich ganz cool. Aber wisst ihr was? Ich gucke in sowas nie rein, leider. Aber eigentlich ist das voll nice. Ja, nee, das lasse ich mal für jemand anderen drin. Finde ich aber wirklich süß, dass das hier mit drin ist. Dann haben wir hier etwas auch von
Von Burga? Ach so, das ist eine Handyhülle, aber ich glaube, das ist leider nicht mein Telefon. Ist hier irgendwo drauf? Irgendein iPhone. Aber welches? Ich glaube, meins ist es nicht. Nee, es ist nicht meins. Meins ist ein bisschen kleiner. Na gut. So, das dann also auch nicht. Was haben wir hier? Das sieht interessant aus. Das ist von einem Echo Dot, aber scheinbar ist was anderes drin. Da haben wir hier von Catrice More Than Glow Highlighter. Genau, das ist ja so der klassische. Ich weiß gar nicht, ob sie den mittlerweile noch im Sortiment haben. Ich meine, ich habe meinen auch mal aussortiert. Aber schön ist der trotzdem. Ich packe den mal in vielleicht und gucke dann nochmal, ob ich den habe. Hier ist von Trended Up ein Gloss Refresh Nail Spray. Okay, habe ich auch noch nie gehört. Von NARS haben wir hier, ist das ein Bronzer? Laguna NARS Cosmetics, ja irgendwie sowas muss das sein. Sieht aber eigentlich ganz schön aus, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Dann haben wir hier von Trended Up Perfect, ein Rillenfüller genau, haben wir hier. Der Nagellack ist auch ganz schön, aber ich benutze im Moment nicht wirklich Nagellack und ich habe so viel. Genau, von Yves Lom, Eine Rescue Mask möchte ich aber auch nicht unbedingt haben. Hier ist ein Pinsel. Normalerweise bin ich bei Pinseln eigentlich immer voll dabei. Aber jetzt hier, der spricht mich nicht so an. Hier haben wir ein Eyeshadow Primer. Genau, von der König der Löwen Limited Edition. Den hätte ich rausgenommen, aber den habe ich selber. Das ist so ein Creme Blush von Catrice. Fand ich eigentlich ganz schön bisher. Dann ist hier von Dr. Barbara Sturm eine Face Cream. Und dann ist hier nur noch so, den könnt ihr aber eigentlich fast sehen, genauso Nagellack drin. Aber den überlasse ich natürlich dann den anderen, ja, Damen. Und achso, der hier ist ja auch schon. Ist der auch schon länger drin? Ich weiß es nicht. Oha, oha. Schon wieder so ein Reinigungswürfel für Spülkästen. Ich kann meinen leider nicht einfach so aufmachen. Also deswegen, das bleibt dann drin. Hier ist Clean and Free von Manhattan. Nummer 3.0 Soft Porcelain. Ich glaube, dass der ein bisschen zu hell ist für mich. Der Foundation. Radiance Maximizing. Eine goldene Maske. Okay. Sieht irgendwie ganz gut aus, aber irgendwie spricht es mich jetzt ehrlich gesagt nicht so an. Hier ist von Olaplex Voluminizing Blow Dry Mist. Hier kommt übrigens nach auch was von Olaplex rein, falls die Frauen darauf Lust haben. Aber ich glaube, nee, ich brauche eigentlich nicht unbedingt mehr Volumen. Das hatte ich auch mal. Habe ich aber nicht mehr, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, wieso. Aber dementsprechend, ich glaube, da war so ein ganz kleiner Glitzer drin. Also so Schimmer. Und deswegen mochte ich den nicht. Von Pawpaw Age Renewal Hand Cream. An sich schön. Warte ich schon mal auf. Nee, muss ich nicht. Oh, hier ist was von Dalton. Ist ja ein Ding. Ist ja ein Ding. Derma Control Clear Skin. Ach, schade. Anti-Pickel-Feuchtigkeitscreme. Blemish Moisturizing Gel. Ach Mensch, ich überlege mal. Ich überlege mal, weil jetzt gerade habe ich nur ein paar Pickel, aber ich glaube, dass das... Ah, die sehen schon gut aus, ne? Die mattierte auf jeden Fall voll schön. Die kommt mal auf meinen vielleicht Haufen, weil irgendwie würde ich es gerne mal ausprobieren, aber... Ja, aber naja, also hier haben wir ein Augenbrauen-Gel, da habe ich noch genug von da. Hier ist von Trended Up ein All-in-One Loose Setting Powder, da habe ich irgendwie nicht so... Nee, da habe ich nicht so viel Interesse gerade dran. Dann ist hier von Madara ein WeFace Sleep and Peel, eine Overnight Serum, irgendwas. Das hatte ich auch schon mal da, das war auch gar nicht schlecht. Ich meine, das, was ich hatte, wenn ich mich jetzt nicht, ist AHA und BHA, ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich sowas noch genug da. Dann ist hier In Transit Camera Close-Up Mask Moisturizer and Primer in One. Okay, this works. Ich will ein Lippenöl, ach nee, bloß nicht, danke. Renewal Power Eye Cream, auch nicht, dankeschön. Ich sehe von Luvia gerade schon die Creme. Hier ist schaumfrei Blow Dry Emulsion. Nee, danke, irgendwie langweilig für mich jetzt, sorry. Ein Face Serum von dem Dschungelbuch. Hier ist Glycerin, Vitamin E und irgendwas anderes noch. Ich rieche mal dran. Irgendwie riecht das komisch. Also nicht schlecht, sondern einfach nur einen eigenartigen Geruch. Dann ist hier noch so eine Maske drin, glaube ich, von Katrin war die. Und hier ist von Luvia Prime Glow Palette. Ja, die ist ganz nett, ist ganz hübsch eigentlich. Aber braucht man die? Na, die sind schon super fein, muss man schon sagen. Aber irgendwie spricht mich die Palette selber jetzt nicht so an. Nee, die bleibt dann auch drin. So, hier ist eine Glossy Box, hoppala. Hier ist eine Barbie-Maske drin von Seventh Heaven mit Pink Chocolate. Ah, ist eine Creme-Maske, deswegen, oder eine, welche ist denn das? Ach, eine Clay-Maske, nee, dann lieber bloß nicht, danke, danke. Dann ist eine Peel-Off-Maske, Glowing Christmas Eve, ist auch ganz süß eigentlich mit den Teddys. Dann ist hier von Acne-Me, Zit Control, okay, Treatment for Acne-Prone Skin.
SPF 50, ja, das hört sich auch total gut an. Hier ist ein neues Annabelle Minerals Puder. Das lasse ich auf jeden Fall auch zu. Ich sehe auch, das muss so einen kleinen Glow haben. Das ist aber nicht so nach meinem Gusto. Das könnte übrigens, nee, 02 Ivory hatte ich nicht. Ich dachte erst, das wäre meine. Ich hatte die nämlich auch mal, aber, oder ich habe die sogar noch. Dann sind hier solche Karten, die sind von der Trend Raider Box. Und ich glaube, wenn man von allen Verpackungsdamen davon irgendwie die Karten hat, dann kann man irgendwas bekommen. Ich weiß nicht genau was. Ich habe da noch nie irgendwas bestellt. Haha, die BB-Cream hier von Garnier Skin Active. Die hatte ich irgendwann auch mal. Dann ist hier ein Self-Tanning Mousse in Light. Oh, das war auch so eine Limited Edition hier mit Marie drauf. Total süß eigentlich. Mein Problem ist, dass ich es oft nicht benutze. Und gerade die leichten Sachen, die haben dann ganz oft irgendwie so einen Unterton, der nicht zu meiner Haut passt. Und ja, übrigens hier, ich habe hier eine Blase vom Fegen gehabt. Also das ist nicht mehr offen, ja. Das war auch keine irgendeine eklige Hautkrankheit oder so. Ich habe einfach eine Blase gehabt. Interessiert keine Sau. So, dann haben wir hier, das ist scheinbar auch neu, Fair Organic Vegan, wieder so ein AHA und BHA Serum. Dann haben wir hier Shimmer Down Pigment, das lassen wir für Miss Curly Wax. Und dann ist It's All About Brows, da überlege ich jetzt gerade tatsächlich, weil ich mir letztens, aber ich glaube, nee, ich glaube, das wird eh farblich nichts. Ich hatte mir nämlich letztens tatsächlich mal wieder nach Ewigkeit Augenbrauenpuder gekauft, weil, ja, ich so ein bisschen was ausprobieren wollte. So, die It Girl. Von It Girl, nein, It Cosmetics heißt es nicht, It Girl Cosmetics. Oha, wir nehmen schon 26 Minuten auf, ihr Süßen. Hier haben wir die, ich glaube, die war schon mal drin, vielleicht war es die gleiche, vielleicht war es auch, doch noch eine andere, aber die möchte ich nicht behalten. Vielen, vielen Dank. So, hier ist von Jolifine so eine Box. Hoppala, hier sind auf jeden Fall auch so kleine, von Dalton, die Face Mask Push-Up Effekt, die nehme ich mir auf jeden Fall mal raus. Dann ist hier Schmetterling und Bienenweide, so eine Blumenmischung. Wir geben den Bienen ein Zuhause. Da überlege ich mal. Hier ist noch was von Dalton. Das ist auch noch Face. Achso, das ist nochmal das gleiche. Dann lasse ich die drin. Einmal reicht ja. Von Alcina ein selbstbräuner Gesicht. Da habe ich aber einen von M. Asam, der mir sehr gut gefällt. Dann haben wir hier Alverde was. Matte Lipstick. Nee, danke. Die ist mir leider zu hell. Das hatte ich auch mal, aber nicht wirklich benutzt. Hier finde ich tatsächlich die Farben ganz schön. Schaut mal. Die sind so... Das ist nicht alles... hoppala, Mist, ich finde immer die Mitte nicht, habe ich ja eben schon gesagt. Die finde ich eigentlich ganz schön. Aber klebe ich mir die auf, ist die andere Frage. Und ich weiß, dass wenn ich die Zuschauern zum Beispiel ins Paket lege, dann sind die gar nicht immer so begeistert davon, weil die meisten es doch nicht benutzen. Hier ist ein Eye Optimizer Concealer von Douglas. Ich glaube, das ist gar nicht meine Farbe. Dann haben wir ein BB Power Shower Lovely Mohnblüt. Ist das jetzt ein Power Konzentrat? Ist das jetzt für die Haare oder was? Bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir von Elf etwas. Das ist der Poreless Putty Primer. So was habe ich eigentlich leider schon. Ich hatte gerade kurz tatsächlich überlegt, ob ich es behalte, aber habe ich tatsächlich schon. Dann ist hier von P2 Perfect Look so ein Automatik-Kajal in der blauen Farbe, aber das ist auch nicht so meins. Bare Minerals Contour sieht eigentlich nicht schlecht aus. Nee, ich glaube nicht. Hier von Lovia, da überlege ich ja. Aber nein, ich glaube nicht. Die wollte ich mir früher nämlich immer unbedingt bestellen. Habe ich aber nie gemacht. Und jetzt bin ich gerade tatsächlich auch gar nicht mehr so traurig, dass ich es nicht gemacht habe. Also immerhin dafür war es jetzt gut. Hier ist hier die Box schön. Oh, vielleicht nehme ich mir diese wunderschöne Box raus. Vielleicht. Gucken wir mal. Hier ist auf jeden Fall jetzt alles ein bisschen so eingepackt in solchen Luftpolsterdingern. Hier haben wir einmal den Rodeo Drive, glaube ich, war das, von Ofra. Den habe ich aber selber, allerdings in einer kleinen Variante. Oh Gott, das ist so lange her. Den hat meine Mama noch. Das ist auch so ein Bronzing Brick Powder. Ah ja, okay. Der wandert auch schon eine Weile mit. Ich überlege, ob ich ihn jetzt mal rausnehme. Weil manchmal mag ich so, aber nee, guck mal, den sieht man einfach gar nicht wirklich bei mir. Das ist schade, sonst hätte ich den rausgenommen, weil der wandert schon eine Weile mit. Definition von I Heart Makeup, ist ganz süß, wie sieht der aus? Hoppala, was ist denn hier los? Achso, da war noch Öl drunter, deswegen war das so intensiv. Ja, aber wegen einem Blush jetzt, hier muss ich die jetzt auch nicht, nee, aber das ist ganz schön. Die habe ich, glaube ich, selber mal gehabt hier. Das war mal so eine Limited Edition von, Alter, ist der intensiv, von Riva Loves Me. Dann haben wir von Max Factor eine ganz kleine, süße Lidschattenpalette. Finde ich an sich ganz schön. Mag ich aber von den Pfannen her nicht. Das könnte eventuell meiner sein. Oh Mann, ich hoffe, ich habe ein Bild gemacht vom letzten Mal. Da muss ich mal gucken, ob das meiner ist.
ist das leer. Hier haben wir einen Schimmerschein. Oh mein Gott, nein. Das ist ganz schön. Ganz schön. Aber von Kevin Murphy. Heißt das so? Ja, ich glaube. Auf jeden Fall. Nein, danke. Hier ist was Neues. Matte Me von Sleek. Nein, danke. Hier ist die I Love Extreme Volume Mascara. Ich glaube, nein. Dann ist hier Born to Glow. War das meiner? Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Dann haben wir hier noch von Electric Color irgendwas. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, ist der intensiv. Krass, und Glitzer ist bestimmt pH. Ach, das ist von Essence Evil Green. Okay, alles klar. Dann ist hier von Kiko ein Eyeshadow-Stick-Duo. Der hat hier ein bisschen... Ach, da seht ihr so eine hellere und eine goldene Seite. Ist hier noch was? Nee, das ist zum Drehen. Shiny Lips von Douglas. Nein, danke. Das ist ein Long-Lasting Eye Pencil. In Braun habe ich aber auch schon. Das, glaube ich, hatte ich auch mal. My Choice Vanille Lip Gloss. Nein, danke. Den habe ich auch. Den Poreless and Skin Blurring Putty Primer von Essence. Ja, hier von Revolution. Irgendwie sind diese Lippensachen nicht. Ihr seht mich ja auch nie irgendwie sowas tragen. Das ist irgendwie nicht so meins. Hier weiß ich auch wieder nicht, ob das meiner ist. Hier haben wir das hier. Ach, ein Gua Sha. Gut, nein, danke, brauche ich auch nicht. Kiko, hier ist noch ein Lippenstift von Maybelline. Nein, danke. Noch was für die Lippen. Alles ist für die Lippen. Hier ist noch ein Brow Powder und die Feinchen. Da überlege ich mal. Doch, den nehme ich mir mal raus, weil ich sowas zuletzt irgendwie immer so ein bisschen, hatte ich überlegt, ob ich mir sowas nochmal hole, wenn es mal schnell gehen muss und ich nicht ohne Augenbrauen rumlaufen möchte. Hier ist von La Vera Lash Typen Press Mascara, möchte ich aber auch nicht unbedingt. Bella Pierre, ein Lip-Dingsbums hier. Von Maxime, hier ist der Lip Glaze drin. Ist der neu? Unfassbar. Ja, krass, dann nehme ich den sehr gerne raus. Hoppala. Hier ist noch ein Duft von Commitment Otto Kern Floral oder so ähnlich. Riecht jetzt nicht schlecht, aber nicht unbedingt so mein Vibe. So, hier ist etwas. Keine Ahnung, wofür das ist. Ich habe auch wirklich keine Ahnung, wofür das ist. Dann haben wir hier von Trended Up Mosaic Fusion Blush. Der sieht eigentlich ganz schön aus, aber braucht man den, ist die andere Sache. Ich glaube eher nicht. Hier ist ein Blushleiter von Essence. Ich glaube, den habe ich selbst. Oh, dann ist hier Unicorn Tears von Too Faced. Ich glaube, den habe ich mal von einer, den hatte ich mal von einer Zuschauerin geschickt gekriegt. Da hatte ich mich auch damals super doll gefreut. Ich benutze den nicht, tatsächlich nicht, aber ich mag den sehr. Oh, was ist denn das? Oha, von Spektrum oder Spektrum. Den muss ich leider rausnehmen. Der ist mega. Dann haben wir hier von M. Asam Hyaluron Repair. Das finde ich interessant. Werde ich wahrscheinlich auch rausnehmen. Das ist eine 24-Stunden-Creme. Ja, werde ich mal rausnehmen. Dankeschön. Dann haben wir hier einen Bronzer von MAC, aber ich glaube, nö, den brauche ich nicht unbedingt. Dann ist hier von Terry, keine Ahnung. Das ist scheinbar irgendwie so ein kleines Fixing-Puder, so ganz süß hier mit so einem kleinen Mini-Applikator. Ist eigentlich wirklich ganz cute, aber nee, danke. Dann ist hier von M. Asam ein Make-up-Remover, den würde ich theoretisch auch einfach mal rausnehmen. Von Bella Pierre ein HD Finishing Powder. Ich weiß nicht genau wieso, aber die Sachen, ich finde die jetzt nicht schlecht oder schlimm oder so, aber irgendwie sprechen die mich so gar nicht an. Dann ist hier die Superstay 24 Hours. Das ist so eine, ja, das ist so eine Puder Foundation. Habe ich aber in meiner Farbe da. Das hier ist jetzt nämlich die 2.0 und ich glaube, die ist mir eh zu hell. Dann ist hier eine Menge Duft. Da habe ich jetzt aber nicht so Interesse dran, deswegen lasse ich das nur für die Frauen. Dann ist hier von Art Deco noch etwas, ja, das ist so, das ist glaube ich eine Eyeshadow-Palette, oder? Bisschen angeditscht hier gerade, beziehungsweise angeditscht ist sie nicht, aber ja, egal. Auf jeden Fall ist hier jetzt noch sowas. Das ist nett, aber muss ich nicht haben. Von Ofra haben wir hier eine, oh, hoppala, kleine Palette, die ist eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hier haben wir jetzt von Nabla. Was ist das? Bakery Cream Shadow. Okay, das sieht nicht schlecht aus, muss ich aber auch nicht haben. Haha, dann haben wir hier, schade, dass die aussortiert wurde. Die ist so schön. Also hier die Töne innen, das ist
eine schöne Zusammenstellung und ich finde, damit kann man auch recht gut arbeiten. Aber ich hatte auch ja, hier und da ein bisschen Probleme mit der Palette. Aber eigentlich mag ich sie total gern und sie ist total schön. Ich hatte sie auch in einem Favoritenvideo. Hier ist My Atlantis Precious Multi-Textured Pressed Pigment Palette von W7. Oh nein. Die hat schon was, ne? Irgendwie. Das ist echt schön. Na, ich glaube aber ja nicht. Dann haben wir hier von Glossybox die Vegan Eyebrow Palette. Ich glaube, das sind nicht so meine Farben, ehrlich gesagt. Nee. Ich habe mir auch erst was gekauft, deswegen nein. So, Benecos Natural Creamy Make-up in Nude. Das möchte ich nicht behalten. Die hier finde ich gerade irgendwie ganz lustig von Eveline. Aber nein, danke, danke. Und ich glaube, die hier habe ich selber von BH Cosmetics. Beautiful in Barcelona, meine ich ja, oder? Habe ich die selbst? Lass mich mal schnell schauen. Doch, die habe ich selbst. Die kann also auch da drin bleiben. Hier unten ist noch... Das könnte meiner sein. Oder nicht? Doch nicht? Ach Gott. Die ganze Zeit rätsel ich, was meins ist und was nicht. Aber ich werde es ja gleich sehen. Ja, jetzt sind wir auch in der letzten Box angekommen. Und wir sind schon bei 37 Minuten. Ich weiß nicht, was ich alles weggeschnitten habe. Aber das ist ja auch erst Trashy 1, ne? Wir wollen hier gleich noch Trashy 2 auspacken. Hier ist von Myro Happiness ein Duft. Muss ich nicht haben, aber danke. Dann haben wir hier, oh, das sieht interessant aus. Was ist das für eine Marke? Beauty Bay. Okay, Alice in Wonderland ist das. Die 1951er Version. Gibt es davon noch eine neue? Keine Ahnung. Ach, ist die süß. Oh nein, also das sind matte Töne. Total niedlich. Theoretisch würde ich sie auch behalten, aber ich glaube, dass sich da nochmal jemand anderes richtig drüber freuen wird, weil ich benutze ja solche Farben meistens dann doch nicht. Aber es ist so süß, wirklich ganz entzückend. Hätte ich theoretisch behalten. Hier ist noch ein Duft von Myro. Das heißt jetzt Glam Light. Hier ist die Orchid Dusk. Genau, die habe ich aber selber mal von einer Zuschauerin bekommen. Die habe ich ebenfalls selber. Nabla Poison Garden. Oh, Mensch. Die habe ich tatsächlich nicht. Sieht auch noch so gut aus. Oh, Mensch. Ich überlege es mir, aber ich fürchte ja. Dann ist hier die Zodiac von BH Cosmetics. Die habe ich tatsächlich nicht. Aber das ist auch nicht schlimm. Die ist natürlich super schön so, aber irgendwie, keine Ahnung, musste die nie für mich sein. Oh, hier ist eine Schleife drauf. Da bin ich ja theoretisch direkt, oh, Estee Lauder ist das. Da bin ich ja sofort eigentlich Feuer und Flamme, wenn eine Schleife drauf ist. Aber tatsächlich spricht sich die nicht an. Ich würde da gar nicht zugreifen. Hier, das könnte auch noch meine sein. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Die The Cool Nude von Essence. Dann Wet n Wild Contouring Palette. Nein, danke. Von Yves Rocher haben hier auch was. Ja, nein, danke. Ist ganz lieb. Hier habe ich selber die Universe Palette. Ich kann wirklich nicht mehr sprechen, ihr Süß. Das ist jetzt nicht die beste Qualität, aber ist okay. Dann haben wir hier noch zwei Five in a Box. Ich glaube, die habe ich auf jeden Fall selber und die muss ich nicht haben. Die habe ich mir mit Absicht nicht gekauft, weil mich die Farben nicht so ansprechen. Von Reval de Loop, jetzt aus der kürzlich Limited Edition, das spricht mich so gar nicht an. Das hier leider auch nicht. Hier The Waves von Steve Laurent. Nee, danke. Ich glaube, die war auch schon mal drin. Das hier finde ich gar nicht so schlecht, theoretisch. Von der Zusammenstellung her finde ich die ganz interessant, aber möchte ich jetzt auch nicht behalten. Und von Iconic London haben wir noch die hier. Die ist eigentlich auch ganz schön, aber nein. Okay, ihr Süßen, ich mache jetzt ganz kurz einmal die Kamera aus. Werde hier wieder einräumen, rausnehmen, was, ja, was meins ist und nicht weggekommen ist, sag ich mal. Und dann packen wir direkt einmal den zweiten Trashy aus. Und zum Schluss zeige ich euch, was ich aus welchem Trashy genommen habe. So, ihr Lieben, jetzt sind wir bei dem zweiten Trashy angelangt. Ich zeige euch gleich zum Schluss nochmal, was ich jetzt alles aus dem anderen rausgenommen habe. Und hier gehen wir jetzt nochmal durch. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Mensch, der ist aber auch ganz schön groß geworden. Als er das letzte Mal bei mir war, war das nur ein bisschen größer als ein Schuhkarton, sag ich mal. So, hier haben wir eine Bürste, die ich tatsächlich selber auch schon aussortiert habe. Das ist eine von, ich glaube, Mermaid heißt das. Aber die ist mir leider zu hart. Da mag ich auf jeden Fall viel lieber die... wie heißen die denn, Mensch, hier, die nicht Invisibobble, die Tangle Teaser, genau. Dann ist hier jede Menge Tee. Ich trinke aber meistens keinen Tee. Italienische Süßkirsche. Nee, das ist ganz lieb gemeint, aber tatsächlich, ich trinke das einfach nicht, ne? Ich mach das nicht. So, hier ist eine Pinkbox, da gucken wir doch direkt mal rein. Oha, oha, oha. Jetzt habe ich aber richtig Lust. Passt mal auf, hier ist eine super Fruit
Tuchmaske. Die brauche ich zwar nicht, aber finde ich cool, dass die hier drin ist. Skin Supreme Compact Powder von Trend It Up, hoppala. Der ist mir leider zu hell, sonst hätte ich den sehr gerne genommen. Schade. Dann haben wir hier ein Rubinlicht-Duftöl mit Bourbon-Vanille. Da rieche ich mal dran. Oha, da kriege ich ja richtig, also das riecht mega gut tatsächlich, aber da kriege ich Hunger, das ist mein Problem. Da muss ich die ganze Zeit essen, wenn ich sowas riechen habe. Obwohl, auf der anderen Seite ist sowas super gut. Oh, ich nehme es doch raus, weil Vanilleduft und Zitrone zusammen, das ist super gut gegen Knoblauch- oder Fischgeruch in der Bude. Also wenn man so gebraten hat, mega, mega gut. Dann ist hier Nature, irgendein CBD-Öl, das ist nicht so nach meinem Vibe, keine Ahnung, benutze ich einfach nicht. Dann von Rosenthal, Niacinamide-Serum, an sich eine ganz schöne Sache. Ich rieche mal dran, aber ich glaube, ich brauche es nicht. Nee, das mag ich vom Duft her leider auch nicht so. Dann haben wir hier, sind die nicht sogar... Sind die aus dem Adventskalender? Jetzt gerade nicht ganz sicher. Das Problem ist, ich habe meinen Adventskalender wieder eingepackt und mir hier hingestellt, dass ich den nochmal auspacken kann. Ich sage, ich habe hier irgendeinen Dreck auf meinem Nagel. Was ist das? Ja, deswegen kann ich jetzt gerade auch jedenfalls nicht nachgucken, ob ich den schon habe oder nicht. Deswegen bleibt der auf jeden Fall drin. Aber eine super schöne Farbe, der heißt Ripple Reflect. Aber ich glaube, der ist da wirklich drin. Der ist auch ganz süß. Aber naja, ich lasse die mal für andere. Hier ist der Catrice Grip and Last Putty Primer. Hoppala, ja, Putty Primer, ich habe halt sowas leider schon. Jetzt nicht direkt diesen hier, aber ich habe 2, 3 davon von verschiedenen anderen Marken. Und ja, wahrscheinlich werde ich den dann auch noch. Es ist ein bisschen schade. Hier ist von Trend It Up noch ein Sensitive Balance in Cover Compact Powder. An sich gar nicht mehr so schlecht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, fühlt sich jetzt nicht so mega nice an. Dann von Foamy Gesichtsreinigung in Fest. Finde ich eigentlich ganz schön, kann aber drin bleiben. Oder soll ich die... Was soll ich damit machen? Ist die benutzt? Nee, die ist komplett neu. Na, dann nehme ich die mal raus zum Verschenken. Dann haben wir hier von Pasco Naturkompetenz seit 1895 Hyaluron Gesichtscreme. Aber die ist auch noch komplett neu. Sieht schön aus. Vielleicht nehme ich die raus. Hoppala. Hier ist jetzt ein Asa Magic Finish Volume Lip Balm. Nee, ist irgendwie, ich glaube nicht. Ich weiß aber nicht. Dann ist Ultimate Camouflage von Catrice, habe ich schon, den brauche ich nicht. Dann ist hier, was ist das denn? Ist das auch ein Nagellack? Riesig ist der auf jeden Fall, oder was? Hä, was bist du denn? Krass, das ist tatsächlich ein Nagellack, riesig ist der. Wie viele Milliliter sind denn das? Habe ich ja noch nie gesehen, so groß. Ich habe keine Ahnung, aber es ist riesig. Dann habe ich eine After Sun Body Lotion von Lyko. Und sich okay, aber muss ich nicht unbedingt haben. Body Lotion habe ich halt genug. Genauso hier so Summer Rewind. Ist das auch eine Tanning Lotion? Ja, nee. Nee, aber das ist ganz nett. Danke, Magic Finish. Watermelon Maske an sich auch. Ganz süß, aber muss nicht sein. Jetzt weiter mit einer Glossy Box, auf die ich ziemlich scharf bin. Mal gucken. Hier ist Aloha. Es ist, glaube ich, ein Duft oder Parfüm. Und das ist bestimmt irgendein Dupe. Ich rieche mal dran. Okay, der ist etwas intensiver. Ist nicht so mein Ding. Die Fanten, Sammelfanten. Okay. Hier ist von Relove ein Highlighter. Ich weiß gerade nicht, muss mal auf mein Foto gucken. Wo ist mein Foto? Okay, ich dachte erst, der hier wäre von mir. Ist er aber nicht. Oh, was sehe ich denn hier? Das ist irgendwas von Aladdin. Was ist denn das? Ach, von MAC. Das ist ja der Hammer. Was ist das? So eine Mischung aus Bronzer und Highlighter scheinbar. Ist total süß, würde ich auch behalten. Aber ich glaube, das benutze ich leider nicht. Schade. Ach, aber das wäre echt süß gewesen, ne? Dann haben wir hier noch von Glossy Box irgendwas. Ne? Das sieht ganz süß aus, muss ich aber auch nicht haben. Dann ist hier von Revolution Zika Cream. Ich glaube, die wollte ich schon immer mal ausprobieren. Aber auf der anderen Seite habe ich so viel Gesichtscreme. Ah, die ist noch fast neu. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hier ist von Redken etwas, das heißt Bleach Recovery, Zika Cream, Kokosöl und Silikone. Doch, ich denke, die nehme ich mal raus. Hier ist das ein Real Life Filter. Das ist so ein Make-up, eine Foundation. Die habe ich aber in meiner Farbe schon selber. Die ist eh viel zu hell. Das ist irgendwie eine Maske, ein Self-Tanning irgendwas. Dann eine Bürste, eine Nagelbürste, schwäbische... Also ich glaube, es ist eine Nagelbürste. Aber weil die aus Holz ist, ich packe sowas nämlich ganz gerne in Geschirrspüler, möchte ich die nicht behalten. Die ist mir leider auch zu hell, habe ich aber auch selbst. Dann ist hier Douglas Let Me Stay Creamy Eyeshadow Base. Ach, die ist noch zu, dann lasse ich die natürlich auch zu. Hier haben wir Absolute Perfection Foundation von Nie Make-up. Ich glaube, das ist von Dalton, oder? Ich guck mal nach dem Farbton aus, mir leider zu hell. Schade. Naja, gut. Hier ist noch so ein Ottifant. Dann haben wir hier, oh Frack, das sind doch diese
Diese, wie heißt das, diese Freckle-Make. Ach du großer Gott. Ob ich das mal behalte? Ich weiß nicht. Ich habe damit noch nie gespielt. Vielleicht, vielleicht. Dann haben wir hier von, ich weiß es nicht, You, irgendwas. Ist das für die Lippen oder was? Mal kurz gucken, nicht, dass das jetzt noch ganz neu ist. Nee, das ist nicht mehr ganz neu. Aber was ist denn das? Ach, ein Liquid Highlighter. Okay. Ja, weiß nicht, der überzeugt mich jetzt irgendwie nicht so. Dann haben wir noch einen Radiant Face Primer von H&M. Aber auch der überzeugt mich nicht. Dann haben wir hier wieder eine Glossy Box. Hier ist dieses Serum drin. Hydro Supercharged Serum von Catrice. Hatte ich irgendwann schon mal, hat mich aber nicht so krass überzeugt. Hier ist ein Glow Overnight AHA Treatment, auch das muss ich nicht haben. Hier ist was von Kiko. Was? Ach, das ist ein Puder. Ja gut, der ist mir leider zu hell. Und dann haben wir hier eine komplett neue Peach Palette. Da überlege ich mal, ob ich die rausnehme. Ich hatte die auch schon mal, weiß gerade nicht, ob ich sie noch habe. So, dann haben wir hier von Zoeva, die heißt Screen Cream. Und, ist die auch neu? Wieso packt ihr denn hier neue Sachen rein, ihr Süßen? Nee, ich wollte gerade sagen, also die ist nicht neu, aber das muss sie auch nicht sein. Das hätte mich jetzt gewundert. Ja, ist eigentlich ganz schön, spricht mich aber leider nicht so richtig an. Also heute behalte ich nicht so viel, habe ich das Gefühl. Aber naja, wer weiß, was hier noch kommt. Hier ist etwas von Smashbox, Carly Kissed. Okay, puh, ich dachte, das ist jetzt was ich behalten muss. Aber nein, das ist ganz hübsch tatsächlich. Würde ich theoretisch auch behalten, aber ich bin gerade irgendwie nicht so in Behaltlaune. Ich weiß gar nicht genau, wieso. So, dann haben wir hier Matte Maski. Da hatte ich schon öfter mal was von, aber das hat mich irgendwie nie so richtig überzeugt. Deswegen lasst euch das jetzt auch nicht. Hier ist von Becker eine Ultimate Coverage Foundation, aber leider viel zu hell für mich. Dann ist hier etwas. Das sieht super interessant aus. Aber was ist das? Das sind so kleine Mini-Pinsel. Keine Ahnung. Also ist bestimmt für irgendwas hilfreich, aber mir fällt jetzt nichts ein, wofür ich das benutzen kann. Hier ist Aquagel von dieser Firma. Schaut es euch an. Kenne ich nicht, spricht mich dementsprechend auch nicht so an. Terramas, irgendwas, Shampoo. Ach, ein Shampoo. Na gut, auch das muss ich nicht haben. Dann haben wir Urban Kind, Niacinamide und PHA und Prebiotics und 5 Mineralien, Amino Acids. Das hört sich eigentlich ganz gut an, aber na... Hier ist die 3.0 Soft Porcelain. Ist das nicht sogar die gleiche Farbe in dem anderen Trashy gerade gewesen? Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich, nee, ich gucke nicht nach. Hier ist das ein Tee oder was? Ostfriesenmischung spezial. GPUP, was ist denn das? Sehr kräftig, vollmundig, aber nicht bitter aus. Ziehender Tee, dunkelbraun in der Tasse, verfeinert nach Ostfriesenregel. Ja, scheint irgendwie ein Schwarztee oder sowas in der Richtung zu sein. Aber wie gesagt, ich trinke gar keinen Tee. Wie man sehen kann, ein Geburtstagskalender, der ist aber nicht zum Eintragen, sondern, also man kann ihn sich da schon eintragen, aber behalten oder nicht quasi. Was ist denn das hier? Was zum Anziehen? Ach, es ist ein Schal, okay, na gut. Also das ist ein so ein Jersey-Schal, brauche ich aber nicht. Ich trage sowas irgendwie gar nicht, obwohl ich mal sollte vielleicht. Dann haben wir hier wieder eine Glossy-Box. Und hier sind Self-Tanning irgendwas drin, brauche ich nicht. Dann ist hier von Kiko, ich glaube, die war auch schon, oder war da was Kleineres mal drin? An sich irgendwie gerne, aber irgendwie auch nicht genug. Also ich möchte ihn nicht genug behalten, so. Dann haben wir von Rosenthal Smoothing Eye Serum. Nee, oh, das riecht so extrem irgendwie. Na, auf jeden Fall haben wir hier nochmal Express Dry Drops. Dann ist hier, das sieht interessant aus, A Secret Minerals from the Dead Sea. Ach, das ist ein Nagelöl, glaube ich. Eigentlich ganz schön, aber nein, danke. Dann ist hier ein Essence-Nagellack. Der sieht eigentlich ganz süß aus, müsste ich aber auch nicht behalten. Das hier, oh, warum nehmt ihr den denn raus? Der ist so schön. Schade, ja, nee, den nehme ich dann raus. Das ist von Catrice X Jenny, ein Liquid Blush und den habe ich zwar schon, aber den habe ich gerne auch im Backup tatsächlich. Dann ist hier von Redken ein Acidic Bonding Konzentrat, intensives Treatment, also irgendwas, ja, was so ein bisschen so Friseurbedarf quasi die Haare stärken soll. Ja, da habe ich aber genug da tatsächlich. Hier ist ein Vitamin C Serum von Garnier, da habe ich Angst vor, weil ich Vitamin C nicht vertrage. Carter Beauty Half Measure Dewy Foundation, habe ich noch nie gehört, aber die Farbe sieht gar nicht so verkehrt aus. Ja, aber irgendwie überzeugt die mich jetzt auch nicht. Ah, hier, das ist meiner, der ist wieder zurückgekommen. Ja, ich hätte auch so ein bisschen Angst davor. Das ist so ein Ölprimer. Der hatte tatsächlich auch schon immer diese Farbe, soweit ich weiß. Den nehme ich dann natürlich wieder raus. Dann ist hier Cozy Hands drin von Milou. Den habe ich aber schon ein paar Mal, glaube ich sogar. Dann ist hier ein Pinsel drin von Elf. Wofür ist der Contouring Brush? Habe ich auch noch nicht. Dann nehme ich den vielleicht raus. Und hier ist ein Brush Me Closer von My Little Box.
Ach, das ist so eine komische Zahnbürste. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Nein, danke. So, weiter geht es jetzt. Ja, mit Resana Retinol-Konzentrat. Ja, ich glaube, nee, Ampullen möchte ich nicht. Dann haben wir hier auch von Revolution aus diesem, ich glaube, das war das nicht, dieser Adventskalender, den wir jetzt letztens hatten. Naja, mal gucken. Hier haben wir jedenfalls auch noch eine Sheetmaske mit Salicylsäure daher. Die habe ich auch noch da. Oh, da überlege ich mal bei der Lash Sensational. Ja, die nehme ich auf jeden Fall raus. Vielen Dank. Dann ist hier von Huda Beauty eine Palette, aber die spricht mich leider so gar nicht an irgendwie. Hier ist eine Color Show Farbe von Maybelline. Da überlege ich mal tatsächlich aufgrund der Farbe. Ja, bei dem überlege ich jetzt auch. Ich habe nämlich den eigentlich auch da, aus dem Adventskalender ist der. Ich habe jetzt aber bei Natalie Huda Beauty gesehen, dass der ganz toll sein soll. Deswegen nehme ich den wahrscheinlich auch raus. Hier ist ein Nagellack, den brauche ich nicht. Dann ist hier so eine Mini-Rundbürste, sowas benutze ich leider auch gar nicht. Hier ist ein Mini-Bronzer drin, das könnte eventuell meiner sein, aber vielleicht auch nicht. Ich schaue. Nein, das ist nicht meiner. Okay, wenn ich mir hier nachher noch am Ende irgendwelche fremden Sachen rausnehme. Dann ist hier eine HD Coverage Foundation in Light, ist mir also zu hell. Die ist eigentlich ganz cute, muss ich aber auch nicht haben. Und dann ist hier, ich glaube, das ist aber meine, die ist jetzt zu mir zurückgekommen tatsächlich. Die hatte ich mal mir selber gekauft und dann nochmal von einer Zuschauerin, von der lieben Corinne, geschenkt gekriegt. Und ja, also die wollte offensichtlich niemand haben, deswegen nehme ich die dann auch wieder raus. Dann schauen wir hier nochmal, hier ist von Lottie London eine Palette, ganz süß, aber muss ich nicht haben. Hier ist nochmal, da habt ihr vorhin schon den anderen, in dem anderen Paket die andere Farbe. Das war so ein Liquid Blush, brauche ich nicht. Oha, von Tamtam dieser Bronzer. Na, den gucke ich mir gleich mal ganz kurz an. Das ist so ein loser Bronzer. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Angel Minerals, das ist ein Aubergine Compact Eyeshadow. Machen wir mal auf. Ja, nee, danke, muss nicht sein. Den habe ich selbst. Hypoallergenic, ich glaube, das ist sogar meiner. Ja, das ist auch meiner, der kommt dann auch raus. Highlighter, den gucke ich mir mal ganz kurz an. Nein, den braucht man nicht, Alida. Den habe ich selber. Fix and Last ist mir jetzt, glaube ich, zu hell. Die ist auch wiedergekommen. Mensch, also heute ist aber viel. Hier habe ich jetzt 2, 4 Produkte schon, die zu mir zurückgekommen sind. Ist die auch von mir etwa? Gut. Na, ihr Süßen. Dann packe ich mal kurz hier zusammen und zeige euch dann, was ich behalte. Oh Gott, nicht nur ich sehe aus wie ein Schlachtfeld. Das sieht hier überall aus wie ein Schlachtfeld. Ich räume gleich auf. Ich habe zum Glück noch ganz gut hingekriegt zu unterscheiden, weil der große Trashy ist hier an der Seite. Der ist schon ganz gut zusammengepackt. Ich möchte euch jetzt aber noch mal zeigen, bevor ich alles zusammenpacke, was ich jetzt rausgenommen habe. Also, aus Trashy 1. Das ist recht minimiert tatsächlich, weil ich weiß nicht, da war einfach diesmal nicht so viel dabei. Es mag jetzt auch daran liegen, dass wir gerade alle die Adventskalender auspacken und wir eh relativ viel haben. Deswegen ist da jetzt nicht ganz so viel rausgenommen worden, aber finde ich trotzdem ganz schön. Hier, das war ja ein Geschenk von der lieben Miss Curly Wax. Vielen lieben Dank, liebe Miss Curly Chat. Genau, ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Vielen, vielen, vielen Dank. Dann habe ich hier die Hydro Stay Silky Serum Foundation rausgenommen von Trended Up einmal. Dann hier nochmal diese Foundation, der Perfecta 4 in 1 Glow. Da freue ich mich auch sehr drauf. Dann von Hoppala Miss Curly Wax hier nochmal einer dieser Steine, ein Duft, der riecht sehr schön. Und dann haben wir hier nochmal Tulipa. Ich glaube, das ist, soll das Tulpen? Sind das Tulpen oder was? Auf jeden Fall riecht es sehr, oh, sehr nach Garten. Freue ich mich schon sehr drauf. Und dann habe ich hier noch einen, so einen kleinen rausgenommen. Das ist dann Galaxy. Riecht auch sehr schön frisch. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Ja, wundert euch nicht. Ich bin jetzt einfach total müde, ne? Deswegen schaue ich so aus. Das ist jetzt jedenfalls hier nochmal von Dalton Face Care Push-Up-Effekt Heiz- und Dekolleté-Creme habe ich einmal rausgenommen. Dann natürlich diesen schönen Blush-Bronzer hier. Und hier ist noch der Augenbrauenstift von Essence. Da freue ich mich auch sehr drüber. Und hier die Dalton Dermal Control Creme nehme ich mir auf jeden Fall mal raus, weil die fühlt sich richtig schön an auf dem Handrücken. Ich habe jetzt zwar nicht wirklich Unreinheiten, also ich habe hier jetzt gerade ganz bisschen, weil meine Haut irgendwie ein bisschen spinnt gerade. Kann sein, dass das von einer Erkältung kommt oder so, ich weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall dachte ich, man kann das ja mal auf jeden Fall behalten. So, und dann habe ich hier noch von M. Asa Magic Finish rausgenommen. Ich hatte vorhin auch noch eine Creme am Wickel, die ich auf jeden Fall behalten wollte. Dann habe ich aber gesehen, dass ich die selber schon in einem großen Pot da habe. Deswegen ist die wieder reingewandert. Oh, und dann ist hier noch von Maxim der Lip Glaze von der Catrice Limited Edition. Da freue ich mich auch sehr, dass ich noch ein Backup habe, das auch noch komplett neu ist. Und dieser kleine Spiegel noch von Revolution. Also das ist jetzt nicht so viel, aber ich finde es jetzt auch nicht extrem wenig. Ich zeige euch das nochmal kurz hier auf dem Haufen, beziehungsweise hoppala, im Körbchen. Also es ist ein bisschen was, aber naja, ich packe natürlich dementsprechend was rein, falls ihr sehen wollt, was ich reinlege.
dann müsst ihr unbedingt bei, jetzt muss ich mal kurz überlegen, bei Trashy 1 ist es auf jeden Fall Claudi von Claudis Welt und bei Trashy 2 ist es Nicole Chiquitas Place. Ich glaube, sie packt das aber auch nur auf Instagram aus, vielleicht auch auf YouTube, vielleicht sind wir uns alle noch nicht sicher. Bei Trashy 2 haben wir tatsächlich gesagt, wir müssen es auch nicht zeigen, aber ja. Gut, jetzt muss ich hier nochmal kurz bei ein, zwei Sachen überlegen. Okay, hier habe ich gefühlt irgendwie eigentlich mehr rausgenommen, aber eigentlich auch nicht wirklich, wenn man mal ehrlich ist. Hier nehme ich den Contouring Brush von Elf raus, da freue ich mich natürlich sehr drüber. Dann einmal dieses Duftöl mit Vanille, freue ich mich auch sehr. Dann die Haarkur von Redken Bleach Recovery, oder bin ich jetzt doof? Bleach? Das kommt doch von Aufhellen, aber nicht, dass die jetzt... Wartet mal. Also ich finde, hier steht jetzt nichts davon, dass das irgendwie noch weiter aufhält. Aber für den Fall der Fälle lege ich es doch lieber zurück. Wahrscheinlich ist da nichts Aufhellendes nochmal drin. Aber wenn doch, dann wäre es jetzt ganz schön blöde. Deswegen lasse ich das jetzt mal eben. So, dann habe ich hier die neue Catrice Palette rausgenommen. Dann habe ich hier das Hyaluron-Gesichtscreme-Dingsbums rausgenommen. Ich wollte gerade Serum sagen, aber das ist kein Serum. Dann den Liquid Blush von Catrice und Jenny. Die Foamy feste Gesichtsreinigung. Dann den kleinen Nagellack hier von Maybelline. Von Maybelline ebenfalls den Make-up Blender. Freue ich mich auch sehr drüber. Und über die hier freue ich mich auch extrem. Hier diese Sensational. Sehr, sehr, sehr schön, ihr Süßen. Ja, das war's. Ich werde jetzt wieder auffüllen und weiterschicken. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr hier mit mir wart und beide Pakete ausgepackt habt. Das dürfte jetzt recht lang geworden sein, aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. So. Und ich bedanke mich bei allen, von denen ich jetzt die Produkte behalten durfte. Und ich hoffe, ihr findet beim nächsten Mal auch was Schönes. So. Macht euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.